Hilfe! 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 Ja, damit herzlich willkommen zurück zur Let's Play Hogwarts Legacy. Wir müssen heute wieder ein bisschen was weitermachen. Ich muss mich gerade nur ein bisschen woanders hinsetzen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch am Start dabei, unsere Schnellreisepunkte zu holen. Ja, eigentlich war das jetzt etwas anders geplant. Alles verstehe ich. Hier bin ich. Ja, ich muss mal kurz raus aus der Nummer. Oh, Alter, Verwalter. Oder? Kann ich jetzt raus? Das Hallo? Gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, hau mal ab jetzt mit dem Scheiß. Darf ich nicht? Nö, darf ich nicht. Natürlich nicht. Ja, wir müssen heute weiter unsere Schnellreisepunkte machen. Ja, da ist mir das Spiel abgekackt. Also falls euch jetzt ein paar online fehlen, bitte seht mir nach. Ich kann euch aber zeigen, wo die waren. Fällt mir gerade auf. Wir waren offiziell, meines Wissens hier. Ich zeige euch die kurz, wo die waren, damit wir das auch einmal haben. Wir reisen zur Warrenwebenbrücke. Geht ja schnell. Damit ihr wisst, ich glaube, wir hatten nur den einen noch und ja. Ich muss euch das jetzt gerade ganz kurz eben zeigen, die zwei, drei Punkte. Weil, wie gesagt, die habe ich offscreen drauf. Aus Gründen, wie gesagt, mir ist eigentlich das komplette Internet abgekackt. Jetzt eine gewisse Zeit und ja, ich habe einen Techniker schon bestellt, also der meldet sich hoffentlich da jetzt mal ein bisschen drum kümmert. Aber jetzt, sobald ich aus dem Urlaub wieder raus bin, quasi, ich glaube, jetzt war die Folge raus, bin ich immer noch im Urlaub. Ich muss gerade überlegen, wann die Folge kommt. Also ja, ich bin auf jeden Fall noch im Urlaub. So, also, der eine Punkt ist hier. Der ist hier drin. Da. Hier unten. Da. Falls ihr nicht gehabt habt, hier ist er drin. Genau. Dann zeige ich euch den an den Ruinen. Das wird leider nicht gut ausgehen. Damit wir das mal ganz kurz eben durch haben. Entschuldigung. Also falls hier gerade irgendwas im Hintergrund rauscht, das liegt einfach daran, dass ich meinen Ventilator anhabe. Der ist hier. Da reisen wir kurz nach Mario in Wien und holen uns den anderen Punkt mit. Das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann im Haus drin. Ja, wir wollen eigentlich jetzt die letzten Punkte noch machen. Es sind dann noch nur noch drei Stück. Und dann haben wir das Thema auch erledigt. Ja, genau. Der ist hier. Nee, hier ist er drin. Da ist er, Punkt. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt alle habe. So, jetzt haben wir nämlich die drei noch. Wie gesagt, ich glaube, ich habe sonst alle. Brücke. Ruin. Die südliche Küste, die haben wir, glaube ich, mit aufs Quint gemacht. Wenn ich es richtig erinnere. Genau, Baneburn muss ich euch noch zeigen, wo der ist. Jetzt geht es aber relativ zügig. Wie gesagt, sitzt mir gerade bitte nach, dass ich jetzt euch ein bisschen aufs Screen zeigen muss. Ich meine, das wäre soweit gewesen. Und dann fehlen uns noch die drei. Wie gesagt, mir ist das Internet abgekackt. Ich kann leider nichts dafür. Der ist hier. Küste von Quackcroft. Ich glaube, der ist
Genau, die ist hier unten. Da müsst ihr hier auf diesem Weg landen. Und dann geht ihr hier in diese Höhle rein. Dann habt ihr hier den Punkt. So, eigentlich müssten das jetzt alle sein, die ich jetzt mehr oder weniger habe. So, dann reisen wir kurz zum westlichen Kap am Herrenhaus, um das eine nächste oder das nächste Ding zu nehmen. Ich meine, wären jetzt alle gewesen, aber der Rest erklärt sich eigentlich mehr oder weniger von selbst. Also es sind jetzt alles eigentlich nur, sind keine außer den, sind jetzt alle, so, nicht mehr in keine irgendwelchen Höhlen, sondern wirklich nur, ja, die sind alle draußen. Eigentlich relativ einfach zu finden. Bis auf die eine jetzt hier in der Höhle, aber die habe ich euch gerade gezeigt. Und sonst müsste ich es da, wie gesagt, alle haben. Ja, seht es mir bitte, wie gesagt, nach. Es tut mir leid. Ich hätte euch das gerne alles gezeigt, aber ich glaube, während ich aufgenommen habe, ist mir das komplette Internet weggekackt und das Spiel funktioniert leider ohne Internet nicht. Genau, hier war ich, glaube ich, ganz kurz. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo der Punkt ist. Ich glaube, ich war nur ganz kurz in dem Punkt da drin. So, jetzt muss ich gerade hier runter irgendwo, ne? Wie fürchte ich, dass die. Oder sind die im Internet irgendwie links? Nee, sind sie nicht. So, warte mal. Ah, genau. Das war der wohl letzte, wo ich genau noch war. Den hatte ich nämlich noch eigentlich auch schon gemacht gehabt, aber den ging genau dann ist das Spiel abgekackt. Na gut, dann war das. Also dann habt ihr ja, wie gesagt, alle. Die sind alle außer, wie gesagt, der eine bis auf der eine. Also bis auf der eine ist der, sind die alle außerhalb. So, ich reise mal ganz kurz rüber nach Croft. Den hatte ich noch nicht und dann war ich unterwegs darüber und wollte den Punkt mitnehmen. Und dann sagte das Spiel, ne, ich verabschiede mich mal ganz kurz. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir dann die alle haben, die drei. Ja, und dann können wir quasi mit der Hauptmission weitermachen. Das ist hier die 102. Folge von Hogwarts Legacy. Also wir haben tatsächlich mehr als 100 Folgen gemacht. Und das sind, aber wir haben ja gefühlt fast alles, glaube ich, gemacht. Und wie gesagt, natürlich die Punkte gehören dazu. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das nur eine Prozentdisziplin wird. Das ist, dafür fehlt einfach zu viel. Dafür fehlen die ganzen Mehrheitsprüfungen, die möchte ich nicht unbedingt alle machen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt Step by Step durch. Nicht wie bei Assassin's Creed, dass wir da nur Nebenaufgaben machen, sondern hier sind auch ein paar. Sind einfach die Missionen, die wir jetzt gerade so angezeigt bekommen und das, was wir so ein bisschen unterwegs finden. Ich bin froh, dass das Internet wieder läuft. Warum auch immer das auf einmal weg war. Ich habe gesagt, Techniker sind jetzt bestellt. Ich war gestern beim Internetanbieter und dachte mir, ja, ey, Leute. So kann das nicht sein. Er sagte auch, das sind schlechte Daten. Guck mal, wir reisen mal ganz kurz hier durch. Ich glaube, Crackcroft gucken wir uns in der nächsten Folge dann nochmal an. Das werden wir noch machen. So, dann gucken wir, haben wir noch zwei. Schloss Klagmar und die südliche Klagmar, wie auch immer das ausgesprochen wird. Küste. Jo, dann hätten wir soweit alle Flohflammen. Und drei Folgen gemacht. Also da, wir hatten ja vorher schon mal ein, zwei Folgen gemacht, wo es dann so, wo wir die ersten Haufen Flohflammen gemacht haben.
So, das ist Kleckmar. Glajmal. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. So, ich will mal ganz kurz hier runter. Schloss Kleckmar. So, und jetzt fehlt noch der hier. Und dann müssten wir sie eigentlich mehr oder weniger alle haben. Oder? Frage. Haben wir in Schloss Hogwarts alle? Das ist die große Frage. Haben wir in Hogwarts alle? Das ist die große Frage. Hier draußen hätten wir sie, glaube ich, dann alle. In dem Haus drin. Frage, kann ich da... Geht das? Nee. Wo ist denn der? Da! Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Könnten Sie mir möglicherweise helfen? Nee. Aber dann haben wir tatsächlich... Alle. Zumindest was sie hier betrifft. Haben wir einen Hux wieder alle. Ja. Aber wir haben dann tatsächlich nicht alle auf Schloss Hogwarts, oder? Hier haben wir es auch alle. Haben wir es alle? Nicht alle? Wir haben doch alle. Haben wir nicht alle? Gerade nach, glaube ich nicht, wie. Nö, eigentlich wäre das alles. Karte von Hogsmeade haben wir ja auch alle. Weltkarte haben wir da auch alle. Haben wir doch alle gemacht oder nicht? Sind wir jetzt nicht alle heilen, sondern jetzt abgeflogen? Oder habe ich. Irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nicht, ne? Mich wundert, wir müssten aber theoretisch jetzt alle Punkte haben. Oder seht ihr jetzt gerade noch irgendwas? Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ich doch noch irgendwas übersehen habe. Aber eigentlich habe ich es alle. Eigentlich habe ich es alle. Na gut. Ich würde spontan sagen, in der nächsten Folge machen wir dann die Quest. So, Herausforderung. Nee, Aufträge war's. Da reisen wir rüber. Deswegen, wie gesagt, habe ich die Punkte mal kurz und freigeschaltet. Aber eigentlich bis sie es alle haben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht. Das ist nämlich keine Mission. Oh, guck mal, was da unten ist. Berg. Irgendwo ein Troll oder was auch immer, so ein Bergviech. Na gut. Dann bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann betreten wir die Berghöhle des Phönix.